Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Soul Mask. Heute will ich den Frosch angehen. Ich habe mich vorbereitet. Die Opfergaben habe meinen Frosch mitgenommen. Den habe ich Frosch genannt, weil er den Giftwiderstand hat. Habe ihn ausgestattet, habe ihn auf Fernkampf gestellt und dann wollen wir mal angehen. Und zwar müssen wir hier hin. Ist nicht weit weg. Hab mir trotzdem ein Lagerfeuer mitgenommen. Weil ich werde mit Sicherheit wieder sterben, wie beim Säbelzahn auch. Auf der Ausrüstung ist Giftwiderstand drauf. Und ich denke mal, es wird hell. So. Wenn wir die Vorbereitung abgeschlossen haben. Ist die Frage, wie weit muss ich runter wieder? Um das Feuer aufstellen zu dürfen. Okay. Bis hier. Ich habe dann mal so ein paar Reste mitgenommen. Was ich da noch so im Lager hatte. Und habe das Brennmaterial vergessen. Na toll. Tolle Wurst. Hast du eine Axt einstecken? Natürlich nicht. Eine Spitzhacke habe ich dir gegeben. Ich habe eine Sense. Ich habe auch eine Spitzhacke, aber ich habe keine Axt. Die habe ich Rudi gegeben, damit er ein paar Bäume fällt. Lange hält das? 7 Minuten. Das ist auch nicht so die Welt. Gucken wir mal, ob ich mit der Sense so ein bisschen was. Reinpacken kann oder so. Ja. Überhastet los. Kann ich natürlich mit der Sense nichts machen. Aber mit den bloßen Fäusten kriege ich die kleinen Stämme hier um.
Gut, das sollte eigentlich reichen dann. Das Feuer so eine halbe Stunde am Laufen zu halten. Mit Stroh, ja, 36 Minuten. Ja, mit bloßen Fäusten. Habe ich nichts bekommen. Gut, es wird wieder hell. Sorry. Da sind wir beim Frosch. Guck ich mir mal die Karte an. Genau auf der anderen Seite ist das Portal. Und wir haben schon Umgebungsgift. Okay, hier komme ich nicht rum. So, wo ist jetzt das Portal? Auf der Ecke. So, dann haben wir das auch aktiviert. Und hier hole ich mir die Steintafel. Gibt zumindest einen Technikpunkt. Nein, zwei. Sehr schön. Und hier fängt das Gift schon an.
Da haben wir Frösche. Frosch, wo bist du? Hinter dem Weg nicht. Da ist er. So, mein Freund. Dann gebe ich dir mal Gegengift. Und ich selber nehme auch eins. Waffen tue ich noch nicht, weil hier sind kleine Frösche. Und die will ich erst wegmachen. Frosch hat einen Frosch erledigt. Mit Pfeil und Bogen. Droppen ja auch das Premium gibt. Also mit dem Gegengift und den Mods drin. Macht mir das bitte zu aus. Gegengift hält noch 6 Minuten. Da sind noch 2. Und dann ist der Speer nämlich auch hinüber.
Den wollen wir gleich mal ganz schnell austauschen. Ersatzspeer habe ich mit und so weiter, Blutaktivierungscreme. Die kann ich auch gleich mal reinmachen. Obwohl wir zwei, nimmt er wohl mit raus. Zwei brauchen wir ja. So, nochmal scannen. Das dürften alle gewesen sein. So. Wir haben alles mit. Für den Stufe 1 Frosch. Dann nehme ich erstmal den Großbogen. Und jetzt werden wir uns buffen. So, ich mich natürlich auch. Halt, das war Strahlung. So, wie lange hält das Gegengift? Nur noch 3 Minuten. Vorsichtshalber nehme ich da mal eins und gebe ihm auch eins. Und dann soll es soweit sein. Einmal beschwören bitte. Nicht ins Gift laufen. Ja. Ja. Er guckt mein Kompagnon an. Dreht sich blitzschnell rum. Und das war's. Vermeide den Gifttod. Wir haben ihn erledigt. Das war einfacher, wie ich mir das gedacht habe. Frosch stirbt. Warum? Warum bandagiert er sich nicht selber?
wäre ja nun ein Ding, wenn er jetzt noch sterben würde. So. Wir nehmen uns den Froschkopf. Habe ich ihn? Ja. Und dann einmal schlachten. Das war einfacher wie gedacht. Einmal in die Truhen schauen, bitte. Wie in der anderen Pyramide auch. Sonnensteine und grüne Kristalle. Dito. Mysteriöses Gerät Hügelpyramide. Okay. Und nun zum Finale. Bingo. Und damit haben wir den Knoten 2 freigeschaltet. Und wir können Körperverstärkung Konstitution plus 5. Wie viel Kristalle habe ich? 6 Stück. Fünf brauche ich alleine für den Knoten. Dann habe ich noch einen. Was ist wichtiger? Nach schwerer Verletzung und Fall wird Gesundheit wiederhergestellt und Zellteilung sowie Proliferation beschleunigt. Es wird 75% der Max LP wiederhergestellt. Ja, nehmen wir das. Ich habe mir ja auch ein Portal gecraftet, das habe ich in der neuen Base. Das geht seit dem letzten Patch, ja. Da braucht man nicht mehr warten, bis man den Affen gelegt hat. Aber um eine Verbindung herzustellen, brauche ich noch 2 blaue Kristalle und ein Portalteil.
aus einer Ruine. Ja, das war eine erfolgreiche Folge. Würde ich mal behaupten. Ich bin nicht gestorben. Mein Kompagnon ist nicht gestorben. Und hier ist das Gift weg. Ja, perfekt. Und dann noch das Feuer abbauen. Oder ich lasse es stehen. Werde es nur löschen. Und dann schauen wir noch mal kurz, was er gedroppt hat. Einmal den Kopf. Nebelfroschklauen, 16 Stück. Nebelfroschhaut 4-mal. Seltenes Bestienblut. Dann 6 blaue Kristalle, wovon ich ja 5 verbraucht habe. Koma-Modifizierung, Level 3. Erhöht den Koma-Schaden. Und diese, das hat er nicht gedroppt, aber 116 seltenes Fleisch. Und wir haben von den Giftfröschen 208 Premium-Gift erhalten. ...214 Frischfleisch. Okay. Die Folge ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Euer Balu. Ciao, ciao.